Mit grosser Freude ist das Regio-TV Plus in Pfäffingen zu einer Feuerwehrie gegangen, und zwar von der Verbundsfeuer von Glus. Und Glus bedeutet, das sind welche Gemeinden? Das ist Gemeinde Asch, Grellingen und Pfäffingen. Und jetzt habe ich es natürlich vorweggenommen. Logisch, wir haben auch gesehen, wie das Auto reingefahren ist. Es hat ein neues Auto gegeben. Ich möchte gerne mit dir aber zuallererst schnell ein bisschen zurückschauen. Wie sind ihr denn aufgestellt in dieser Feuerwehr? Gehen wir mal durch den schmucken Fahrzeugpark durch, den wir hier sehen dürfen. Jawohl, können wir machen. Also wir sind aufgestellt, wir sind Personalbestand von 65 Feuerwehrleuten und Frauen. Also davon sind 13 Frauen, die wir dabei haben. Es wird alles von Asch aus bedient. Wir rücken von Asch aus auf Grellingen und auf Pfäffingen aus. Ja, das wäre es etwa. Dann gehen wir doch mal ein bisschen durch die Auto durch. Fangen wir vielleicht gerade schnell vorne an. Das sind die Vorgänger, kann man sagen. Genau, wir sehen dort unten das alte Tanklöschfahrzeug. Vor der Feuerwehr Asch steht sie mal noch. Nebendran steht dann das Atemschutzmodulfahrzeug, der Tornado. Das ist ein neues Modell, das ist von 2013. Haben wir den bekommen. Dann noch das HLF, das Hilfeleistungslöschfahrzeug. Das war eigentlich die Ablösung vom alten Tele, der da steht. Und dann steht hier hinter mir steht dann noch das Pionierfahrzeug. Und dann haben wir noch ein Kommandofahrzeug für einen Brigadeoffizier. Und einen Mannschaftstransporter haben wir auch noch einen kleinen Mercedes-Sprinter. Also, dann gehen wir in diesem Moment den Weg jetzt aufs neue Auto ein. Warum hat es das Auto gebraucht? Ich gehe jetzt schnell in die Interna rein. Ich habe mir sagen lassen, da sei mal einen allein unerlaubterweise damit rumgefahren. Und dann hat es noch eine Mühle mitgenommen. Ist das der Grund gewesen, dass das Auto haben müssen wechseln? Nein, das war nicht der Grund gewesen. Gar nicht. Ich weiss nicht, wo jetzt die Geschichte wieder gehört hast. Nein, wir haben letztes Jahr, 2021, haben wir ein Problem bekommen mit dem Auto. Und dann hat sich herausgestellt, dass wir massiven Hydraulikschaden drin haben, der schlussendlich dann nicht mehr rentiert hat, zum Reparieren. Weil der Betrag von der Reparatur gegenüber vom neuen Fahrzeug, der hat sich dann nicht mehr gerechnet. Und da haben wir halt dann beschlossen, mit dem Feuerwehr zusammen, mit ihnen das Fahrzeug außer Betrieb nehmen und schauen für ein Ersatzfahrzeug. So, jetzt wollen wir doch noch ein paar Details von dem neuen Auto wissen. Und bei mir ist der Spezialist dafür. Wir machen schnell den Test benannt. Gesamtgewicht? 18 Tonnen. Oh. Leergewicht? 17 Tonnen. Fahrzeuglänge? 9,02 Meter. Fahrzeugbreite? 2,55 Meter. Fahrzeughöhe? 3,35 Meter. Und so weiter und so fort. Es gibt so viele Details. Und der Mann hat den ganzen Tag durch allen Menschen alles erzählt. Jetzt möchte ich von dir aber in einer Kurzfassung wissen, was bietet das Auto, was der Vorgänger nicht hatte, wo passt es für euch genau rein? Also einerseits haben wir viel mehr Reichweite. Das Auto ist in dem Sinn für uns eigentlich ein Rolls-Royce. Das Auto Ford war wahrscheinlich bei uns auch sehr gut geeignet gewesen. Aber halt auch die Marke, das ist eigentlich das Niveau, das es auf dieser Welt gibt. Und weil es halt ein Occasion-Auto war und man nur das bekommt, was auf dem Markt ist, das auch unseren Vorstellungen entsprochen hat, ist das eigentlich ein Top-Fahrzeug, das eigentlich unser Einsatzspektrum je nachdem sogar übertrifft. Aber lieber in der Feuerwehr immer ein bisschen mehr haben, wie noch immer zu wenig. Habt ihr denn viele Anpassungen müssen machen? Weil normalerweise hat doch jede Feuerwehr ein bisschen die eigenen Ansprüche. Nein, eigentlich nicht. Wir haben das Glück gehabt, dass das Fahrzeug auch für Deutschland gebaut worden ist, aber in der Schweiz bei einem Fahrzeugbauer Kästen gemacht worden sind. Die Autos sind alle eben ähnlich eingerichtet und schlussendlich haben wir uns auch müssen entscheiden. Die Grundsachen, die wir drauf brauchen, die sind schon drauf gewesen, haben wir alles eins zu eins können übernehmen. Und die anderen Sachen werden jetzt mit der Erfahrung, die wir mit dem Fahrzeug machen, entsprechend angepasst. Aber grundsätzlich, so wie das Auto wir übernommen haben, haben wir am ersten Tag damit können in Einsatz. Also das Auto war top ausgerüstet gewesen. Und du bist happy? Sehr happy. Und vor allem habe ich es toll gefunden, dass ich die Verantwortung bekommen habe vom Feuerwehrkommando und vom Feuerwehrrat, hier mitzumachen. Ich bin verantwortlich für die Fahrzeuge. Und es war doch eine relativ grosse Arbeit gewesen. Wir haben sehr viel Freizeit dafür geopfert, aber Freizeit mit Herz, dass unsere Feuerwehr wieder so ein Fahrzeug im Stall hat und dass wir hoffentlich die nächsten 15 bis 20 Jahre eine grosse Freude daran haben.